Erstmal einen wunderschönen guten Morgen mal wieder. Gott ist so gut. Wie immer, ein unglaubliches Privileg hier vorne zu stehen. Gott schenkt uns jeden Tag wirklich diese Luft zum Atmen, diese Kraft zum Aufstehen. Haben wir nicht einen unglaublich guten Gott? Amen, amen. So, bevor ich anfange mit der Message heute, möchte ich tatsächlich auch wie immer mit einem Gebet starten. Hey, ich danke dir. Ich danke dir einfach nur, weil du ein unglaublich guter und treuer Gott bist. Ich danke dir, weil du jeden Einzelnen, der gerade in diesem Raum bist, Herr, die Kraft gegeben hast, aus den Betten zu steigen, weil du jeden Einzelnen, der hier drin ist, auch die Möglichkeit gegeben hast, durch diesen Tag mit dir zu starten. Und ich danke dir ganz besonders, dass dein Wort so eine unglaubliche Autorität hat und so unglaublich verändert und die Augen öffnet. Deswegen lasse ich alles, was heute Morgen noch geschieht, in deinen Händen. Lasse die Worte, die aus meinem Mund kommen, in deinen Händen. Bitte dich wirklich, dass der Heilige Geist jetzt übernehme. Und bitte dich auch gleichzeitig, dass wir wirklich was aus deinem Wort mitnehmen können. Denn dein Wort ist so groß und so heilig und so stark. Es wäre zu schade, wenn wir rausgehen würden und nichts aus diesem heutigen Morgen mitnehmen. Deswegen danke ich dir jetzt schon im Voraus für alles, was du tun wirst. Und sage in deinem Namen, im Namen Jesus Christus, Amen. Amen, Amen. So, ihr dürft mir gemeinsam aufschlagen, Psalm 1. Und darum wird es auch hauptsächlich diesen Morgen gehen. Ich möchte einmal den kompletten Psalm 1 lesen, weil der Psalm 1 ist ja nicht so lang. Deswegen fange ich an, Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und ich möchte zuallererst erstmal auf diesen Vers 1 bzw. Vers 1 und 2 eingehen. Wir lesen hier, dass geschrieben steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt dann auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Gesetz Tag und Nacht. Die Bibel zeigt uns hier am Anfang der Psalm zeigt uns hier am Anfang gleich mal zwei Arten von Menschen. Auf der einen Seite haben wir die Gerechten. Okay, das sind die, die Gott lieben. Das sind die, die, wie es im Vers 2 so schön sagt, die wirklich Lust an seinem Gesetz haben und sie sich wirklich nach seinem Gesetz sinnen. Okay, also Leute, die sich wirklich aktiv dafür entschieden haben, diesen Weg mit dem Herrn zu laufen. Wo das eine freie, aus wirklich Liebe gefüllten Entscheidung war, mit ihm zu gehen. Dann haben wir die andere Seite. Auf der anderen Seite haben wir die, ich sage jetzt mal, die, der Begriff Gottlose verwendet wird, die Gottlosen. Okay? Das sind die, die sich wirklich gegen das Gesetz oder gegen das Wort Gottes entscheiden oder beziehungsweise dagegen entscheiden, mit dem Herrn zu gehen, nicht an ihm glauben, nicht daran glauben, dass es einen Gott geben könnte, nicht daran glauben, dass die Bibel wahr ist und all diese Dinge. Leute, die sich einfach ganz klar gegen das Wort wenden. So, und vor einigen Tagen war ein großes Thema, eine Kontroverse, die in einem riesen Sportsevent war. Ich will jetzt nicht großartig darauf eingehen, weil das jetzt einfach nicht mehr die Zeit dafür ist, aber ich fand es so interessant tatsächlich, wie man eigentlich ganz klar merken konnte, wenn man dann auch mal die Zeit hatte zu reflektieren, wir kämpfen wirklich nicht gegen Fleisch. Wir kämpfen wirklich nicht gegen Fleisch. Das, was wir durchmachen, das sind alles geistliche Kämpfe. Deswegen kann man nicht mal dem Menschen in der Form einen Vorwurf machen. Weil der Kampf, den wir kämpfen, oder der Kampf, der besteht, der ist so viel höher als eigentlich das, was wir denken. Auf einzelne Menschen einzugehen, wäre zu
wäre zu niedrig, das wäre zu einfach. Das, was wir kämpfen, das muss im Gebet geschehen, das muss in einem festen Fundament geschehen. Okay? Und was ich aber lernen durfte in dieser Zeit, ist, man kann Menschen auch lieben aus der Ferne. Es gibt tatsächlich, und Liebe ist ja das Fundament eines Christen. Das sollte ja wirklich das sein, wonach wir streben. Aber manchmal ist es weise, Menschen aus der Ferne zu lieben. Nicht aus Hass, nicht aus, hey, ich distanziere mich von dir jetzt, weil ich so viel besser bin als du und dein Lifestyle gefällt mir nicht und ich gehe jetzt darüber. Sondern es ist wirklich es ist eine weise Entscheidung, Menschen manchmal aus der Ferne zu lieben. Denn es gibt einfach tatsächlich Orte, oft sind das nicht mal die Menschen, sondern oft sind es auch die Orte, in denen man sich befindet, die einen sehr negativ beeinflussen könnten. Und wir wissen ganz genau, es gibt Orte, da sollten wir nicht sein. Wenn aber deine Freunde, Familienmitglieder, Kollegen an gewissen Orten sind und du weißt ganz genau, das ist kein Ort für mich, dann darfst du dich und du kannst und du solltest dich dann zurückziehen. Denn hier geht es nicht darum, Leuten nachzufolgen, nur um denen zu zeigen, dass du sie liebst. Hier geht es darum, zu zeigen, wie es eigentlich sein sollte und eine weise Entscheidung für deinen Weg mit Christus zu führen. Es geht hierbei darum, dass man standhaft bleibt, dass man ein Vorbild bleibt für diese Menschen. Ich finde es, in Vers 1 steht ja am Ende, sitzen die, wo die Spötter sitzen. Und das finde ich sehr interessant, weil wenn wir im Matthäus 9, glaube ich, ist es, da sehen wir ja quasi, wie Jesus quasi mit den Sündern saßen und die Pharisäer waren da und wie kann Jesus nur. Und ich finde einen sehr da ist eine Sache, die mir nie so aktiv bewusst war oder beziehungsweise ich habe nicht so wirklich beim Lesen darauf geachtet. Aber mir ist aufgefallen, es ist nicht so, dass Jesus unbedingt mit denen saß, sondern es war mehr so, die saßen mit Jesus. Die wollten diesen Einfluss von Jesus haben. Sie haben gemerkt, dieser Jesus, der ist anders. Die Maßstäbe sind anders. Die Art und Weise, das, was er sagt und wie er lebt, das ist tatsächlich, das geht sogar Hand in Hand. Und ich habe verstanden, hey, vielleicht sollten wir die sein, die, statt dass unsere Kollegen, unsere Freunde uns an Orten einladen, wo wir ganz klar wissen, das ist kein Ort, an dem ich mich wohlfühlen könnte. Wie wäre es, wenn wir die sind, die aktiv einladen? Wie wäre es, wenn wir mal sagen, hey, du hast ja Sonntag sind alle Geschäfte zu. Wie wäre es dann, wenn du mit zur Gemeinde kommst? Und wir wissen ganz genau, es würden viele Neins kommen und na und vielleicht, aber irgendjemanden brichst du früher oder später durch. Dieses Beispiel habe ich oft genug gesehen. Natürlich, es gibt einige Neins und das ist okay. Dafür hat der Herr uns ja einen freien Willen geschenkt. So. Aber wie wäre es, wenn wir die sind, die die Leute ziehen und uns nicht ziehen lassen? Sollte das Ziel sein. Wir sollten der positive Einfluss sein im Leben anderer, die diesen Weg mit Gott einfach noch nicht bestreiten. Die noch nicht gar nicht wissen, wie schön es ist auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal. Wir sollten die sein, die Kraft ausspielen, die zeigen, hey, dieser Gott, er ist real, okay? Und es ist so schön, nach seinem Wort zu leben. Es ist nicht vielleicht immer ganz einfach, okay, aber es ist unglaublich schön. Und eine andere Sache, die natürlich wichtig ist, wenn wir schon, um nochmal auf dieses Thema, vielleicht ist es manchmal einfach weise, sich von gewissen Situationen zu entfernen, wenn wir uns schon entfernen, ist es aber wichtig, damit wir diese Vision Gottes nicht verlieren, dass wir uns aber von der einen Seite entfernen vielleicht, aber wenn wir uns entfernen, währenddessen immer näher zu dem Wort Gottes gehen. Immer mehr zu dem Fundament gehen. Also nicht nur uns distanzieren und dann sitzen wir da in unseren Wohnzimmern und schauen starren die Decke an
oder machen gar nichts oder sind einfach nur für uns alleine, sondern wo wir sogar aktiv, Herr, vielleicht mache ich weniger hier, aber ich fange an, mehr hier aufzubauen. Das ist so wichtig, denn wir lesen in Vers 3, okay, der Gerechte, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät ihm wohl. Wir sehen das hier, und nochmal, davor ging es ja darum, dass es quasi, dass er ja auch jemand ist, der wirklich Lust hat an dem Gesetz Gottes, Lust hat an dem Wort Gottes. Wir sehen hier, dass jemand, der sich wirklich dem Wort Gottes nähert, dass der nicht mit leeren Händen da einfach steht. Sondern wir sehen hier ganz klar, dass diese Person auch gestärkt wird. Diese Person, die sprüht nur so vor. Also man erkennt, da ist was anders. Man erkennt, an dieser Person ist was. Und ich finde, es sagt ja hier, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und ich weiß leider nicht mehr, wo genau das steht, in welchem Evangelium. Aber Jesus sagt selber das oder zeigt das mit diesem Begriff Wasser oft auch der Heilige Geist gemeint ist. Und ich finde es so stark, weil das dieser Vers uns dann dementsprechend auch nochmal zeigt, hey, vielleicht entfernst du dich von dieser einen Seite, aber du hast den Heiligen Geist in dir. Und der Heilige Geist, der wird dich stärken. Der Heilige Geist wird dir das geben, was dir mangelt. Der Heilige Geist wird dir zeigen, dass auch wenn es um dich herum stürmt, du wirst Frieden haben. Weißt du warum? Weil du jemanden hast. Du bist nicht alleine. Du bist nicht unbedingt nur, weil du dich jetzt von diesem Kreis entfernt hast, weil du genau weißt, hey, das ist jetzt gerade ein, okay, sehr unschön das, was sie tun. Das heißt nicht, dass du alleine bist. Du hast den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird dir Kraft schenken und der Heilige Geist wird dir Weisheit schenken und der Heilige Geist wird dich in die richtige Richtung leiten. Hab nun ein offenes Herz, okay, dafür, für das, was Gott in deinem Leben machen möchte, und sei wirklich offen dafür, für all die, nicht nur Wunder, aber für all die neuen Dinge, die Gott dir geben möchte. Und zum Abschluss möchte ich aber nur eine Sache sagen, und das sage ich sehr oft tatsächlich, ist mir aufgefallen. Viel schreibe ich das immer am Ende meiner Predigten. Aber lasst uns dennoch nicht aufhören, auch wenn wir aus der Ferne lieben, lasst uns lieben, indem wir auch für sie beten. Gebet ist so eine mächtige Waffe. So mächtig. Lasst uns für die Menschen, für die verlorenen Menschen, lasst uns für sie beten. Lasst uns wirklich ein Herz für sie haben. Lasst uns nicht, weil wir denken, die Welt geht drunter und drüber und die macht Dinge, die sind, dass wir uns so krass von denen distanzieren und sagen, nee, dann lebt ihr wohl auf eurer anderen Seite, wir machen hier unser Ding auf der Seite. Nein, lasst uns aktiv für sie beten. Denn wir können so viel verändern in der geistlichen Welt, allein durch ein Gebet. Amen? Amen, amen. Amen. Dann will ich zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diesen wundervollen Psalm, der uns immer wieder die Augen öffnet. Ich danke dir für das Wort, das uns immer wieder zeigt, Herr, dass wir nicht alleine sind, dass wir eigentlich ausgerüstet sind mit dem Heiligen Geist und dass du vor uns stehst wie so ein Schutzschild. Ja, wo die Welt versucht, uns vielleicht runterzumachen, uns irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, da möchten wir gar nicht mit derselben Energie gehen, sondern wir möchten in Liebe zeigen und im Gebet zeigen, was der Unterschied zwischen uns und den anderen ist. Ja. Ich glaube, dass dieses Wort hier Autorität hat und ich glaube daran, dass es Macht hat. Dementsprechend glaube ich daran, dass wir wirklich Menschenleben verändern können im Gebet. Ich glaube daran, dass du große Wunder machen wirst am heutigen Tag im Leben meiner Geschwister, auch in meinem Leben, Herr. Und ich glaube daran, Herr, dass wo auch immer wir jetzt hingehen, dass wir Licht sein können und dass wir Licht sein sollten. Denn diese Welt braucht dieses Licht, um erneuert zu werden. Und daher danke ich dir von ganzem Herzen, lobe und preise dich und sage in deinem Namen, im Namen Jesus Christus, Amen. Amen, Amen.